Nach Berlin will er. Zu mir will er. Nein, ich brauche Berlin, um Deutschland zu gründen. Weiß aber nicht, ob ich das noch schaffe. Nochmal so eine Aktion wie vorhin möchte ich jetzt halt nicht machen. Du musst nur Brandenburg angreifen. Könnte ich jetzt machen, ist nicht mal mein Verbündeter. Aber dauert noch ein bisschen. Ich habe gerade das Frieden geschlossen. Oder die KI hat gerade das Frieden geschlossen. So, Schweden. Bündnis anbieten. Das wird vielleicht. Ja. Nee, wird vielleicht auch nichts. Scheiße. Brandenburg ist auch nur Schweden. Mit Schweden verbündet. Ich bräuchte einen Verbündeten, der auch was taugt. Die großen Sachen wollen alle nicht. Polen-Litauen, wie sieht's bei dir aus? 2019. Fließen. Ja, die Schnauze fließen. Das Osmanische Reich wird auch kein Bündnis mit mir wollen. Nicht mal im Ansatz. Kirchenstall vielleicht. Ja, nee. Ich bin ja immer noch sein Feind. Hm. Hat mir Straße und weggenommen und Stettin gegeben, okay. Hm. Nein, Lübeck ist jetzt Stettin. Nein. Lübeck gehört jetzt Straße und meine ich, Ja, das ja. Ja, man hat mir Straße und weggenommen und Stettin gegeben. Nein, Stettin hatte der Kaiser gegeben. Oder so. Weil das vom Brandenburg besetzt war und hat sie halt jetzt wiedergegeben. Mhm. Ich möchte ehrlich gesagt kein Bündnis mehr mit Dafür habe ich Lübeck Straßen verloren. Wegen dem Krieg. Passiert. Jo. Also, ich sitze hier mit meinen Rebellen auf, die ich unterstützt habe. Bei 70%. Das ist irgendwie nicht besser, was sie da machen. Ich habe noch zwei Verbündete und die brauche ich dringend. Ich könnte vielleicht mit Frankreich ein Bündnis schließen, aber. Frankreich sehe ich jetzt nicht so als großen Verbündeten, muss ich zugeben. Was mache ich denn jetzt? Das musst du wissen. Sei denn, du bist. Mir eine Antwort darauf haben. Nee. Ich will sagen, was ich tun muss. Ah, Moment, Moment. Auf Beenden klicken oder was? Warte mal kurz. Pause. Toll, das ist jetzt schon wieder mein letzter Verbündeter. Aber das ist schon wieder gegen Polen-Litauen. Gehe ich jetzt in den Krieg mit? Ich habe auch keine Verbündete mehr. Nee, ich weiß nicht, ob ich Polen-Litauen angreifen soll. Ich klicke mal auf. Ach komm, akzeptieren wir halt mal. Viel Spaß. Wobei Polen-Litauen hat hier schon wieder 36.000. Ist auch gegen Schweden auch noch. Ja. Nürnberg und Würzburg hilft mit. Ja, geil. Ich glaube nicht, dass es das wird. Schweden ist recht stark. Ja. Aber die haben auch schon wieder Rebellen da oben rumeiern. Wer Rebellen rumeiern hat, der hat immer Probleme normalerweise. Ja, wegen Dänemark. Das Land von Dänemark erobert haben. Ich glaube, das waren Dingsbums. Norwegische. Das kann auch sein. Polen hat auf jeden Fall eben noch irgendwas um die 40.000 oder so an Rebellen da rumstehen. Das ist meistens so ein Zeichen dafür. Ach, da fliegt dich doch. Natürlich kommt Polen-Litauen zuerst zu mir. Nicht irgendwie zu Böhmen, was ja das Naheliegendste wäre. Nein, zu mir, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich es mit denen aufnehme oder will ich das eher nicht versuchen.
Ja, hau mal ab, Junge. Ich fress mal deinen Tausender Steak. Den soll ich hier sofort schlucken können. Ich habe auch was beigetragen. Yes. Ich habe 1000 Polen gekillt. Also Polen, Litauer. Das passt schon. Ich bin nützlich. Okay, also insgesamt haben wir... Also was ich gesehen habe, sind 225.000 vom Feind. Ja, ich glaube, das können wir schlagen. Soll ich das denn noch nicht? Achso, weil... richtig. Einmal machen hier. Einfach mal Dinge tun. Mann, ich habe alle Ideen durchgehackt und habe immer noch Punkte übrig. Ah, das ist so geil, im Heiligen Römischen Reich zu sein. Ich schicke halt einfach meine Truppen in die Nähe der Feindlichen und dann laufen die weg und ich habe halt auch irgendwie nützlich geholfen. Nee, ich möchte mich nicht mehr mit Brandenburg verbünden. Warum nicht? Weil ich die nachher erobern will. Das ist halt auch. Ach, wie hinterhältig. Ja, sie waren recht nützliche Verbündete, aber das ist halt jetzt irgendwie rum, weil. Das ist halt einfach rum. Man muss halt auch mal einsehen, dass irgendwann Dinge vorbei sind. Den 2000er Stack dann mal snacken. Kleiner Snack für zwischendurch. 2000 Mann. Nein. Bin ich zu langsam für. Bin ich halt einfach zu langsam. Kann man halt nichts machen. Ich habe mal wieder irgendwelches Zeug entdeckt. Oh wow, Böhm muss die polnischen Rebellen niedermetzeln. Wie bitter ist das denn? Wir sind schon am Gewinn. Ist doch gut für Polen. Mhm. Ich habe 11% Kriegsbeteiligung, wie hoch ich die hinbekommen habe. Wow, Polen-Litauen, dafür ist für so eine Größe, lässt sich aber recht einfach niedermähen. Sie sagen, das ist schon. Mhm. Die haben Probleme. Die haben sie definitiv. Aber ich halte mich da raus. Fülle meine Rekrutenreserve schön weiter auf. Oh, ich kann so viel jetzt hier. Potsdam auf jeden Fall. Ja, Gut, dass ich mitgemacht habe. Kriege ich vielleicht auch was. Bisschen Geld oder so. Na, wobei. Dann müssen wir nachher mal gegen Österreich zurückschlagen. Mit aller Härte. Rebellen unterstützen. In München. Bei 10%, yes. Kann ich München. Toll. Ich will das irgendwas. 10%. Ja, wahrscheinlich auch wieder nicht. Wahrscheinlich auch wieder nicht hinhauen. Ich muss es wohl wirklich mit Gewalt zurückerobern. Dann kann ich irgendwie Rebellen dazu benutzen. So ein Dreck. Mhm. Ja, wenn wir einen Krieg gegen Köln.
Köln kann ich eh nicht direkt angreifen. Mit dem Pfalz. Mit dem Pfalz komme ich nach Köln. Hoffe ich mal. Mhm. Sind nur bei 40%, also 43%. Ich glaube, Polen-Litauen hat so gar nichts mehr zu bieten. Oh, Brandenburg hat auch noch Krieg erklärt gegen Polen-Litauen, ja. Hm. Das erklärt einiges. Jetzt ist es endgültig vorbei. Da wollte Schweden schon gar nicht mehr mitmachen. Hm. Ich glaube, es ist vorbei mit Polen-Litauen. Es wird jetzt einfach nur noch zerrieben. Kannst du komplett schlucken. Mhm. Das funktioniert nicht. Also erstens mal, ich kann da sowieso keine Provinzen einnehmen, weil zu weit weg. Aber Böhmen kann es komplett schlucken. Nein, das sind meine Verbündeten. Die brauche ich noch. Wenn ich mein Böhmen soll Polen schlucken. Das sind viele Räume. Vielleicht kommt ja nachher Litauen wieder frei. Nicht das Verrückteste, was passieren könnte. Vielleicht. Ich bräuchte mal wieder einen Verbündeten. So, wie sieht das jetzt überhaupt aus? Aggressive Expansion geht schon mal zurück, sehr gut. Ich habe halt immer noch dieses kleine Bündnis dagegen. Naja, Bündnis. Ist halt auch nicht so bedeutend. Ah, ich kann die Geschwindigkeit nicht halten. Wow, hat Österreich viel Bündnis. Yeah. Ah, verließ die Koalition gegen mich. So, ich guck mal kurz nach der Aufnahme. Da ist alles grün. Alles grün. Ah, die Koalition hat sich aufgelöst. Naja, mehr oder weniger. Ja, meine Häfen werden blockiert. Doch gar nichts einge. Was zur Hölle? Wieso ist das besetzt von Bayern überall? Was auch immer. Ach, Brandenburg ist auch mit Schweden verbündet, ja? Das macht die Sache komplizierter, aber. Wie von oben alles brennt, so überall in den Provinzen. Großartige Geschichte. Muss mal wieder Städte ausbauen. Kann ich gerade nehmen. So. Ah, nochmal da weiter. Dann bauen wir noch eine Ring weiter aus. Plus 9, plus 9. Kriege ich jetzt alles plus 9 im Monat oder was? Ja, geil. Rekrutenreserve ist auch schon wieder am Limit fast. Ah, der Angriff auf die Pfalz rückt näher. So, Pfalz. Wer käme denn da so, wenn ich dir den Krieg erklären würde? Ah, Moment. Köln kann seine Verbündeten Frankreich einrufen. Ah, geil. Anspruch fingieren auf Magdeburg. Böhmen muss ich nochmal Beziehungen verbessern. Jetzt soll ich doch mit Frankreich ein Bündnis eingehen. Einfach nur, damit die Köln jetzt nicht gleich helfen. Na, ich muss eh erstmal den einen Krieg beenden. Ne?
Krieg beenden, dann können wir den nächsten führen. Hey, du könntest Lübeck angreifen. Könnte jetzt Lübeck angreifen, ja, stimmt. Das ist sogar eine Kernprovinz, das heißt, du kannst da so direkt zurückerobern und so machen. War ja auch mal meine. Ja, das ist gut, weil... Naja, ist nicht gut. Besser wäre es natürlich, wenn du sie nicht verloren hättest, aber... Problem ist bloß Brandenburg, ist auch noch da. Ja, aber die sind ja, ist ja im Krieg mit Polen-Litauen, vielleicht ist es gerade nicht... Aber das kann ich auch finden, ja? Nee. Mit 2000 wirst du die nicht beeindrucken können. Außerdem habe ich nur 13. Technologie. 12. Militärisch. 13 ist diplomatisch. Ja, genau. Militärisch 12, ja. Hey, du hast Ideen gekauft. Qualitätsideen. Mhm. Hast du stärkere Infanterie, aber ich glaube, das macht bei dir keinen Unterschied mehr. Ja. Bin ich Lübecker reicher, dann wird schwierig. Wird nicht ganz einfach für mich. Ich gebe dir ein Stück ab. Das, was ich nicht brauche. Das ist nett. Ja, ja, man kann zurückgeben lassen. Wenn es noch eine Kernprovinz ist bis dahin. Und ich nicht wieder irgendwas mache, das nicht so klug ist. Die Rebellenunterstützung bringt halt auch nicht viel. Ah, die Geschwindigkeit hat sich wieder reduziert. Ja, das ist halt auch nicht extrem nebenbei. Oldenburg könntest du vielleicht angreifen. Ne, mit denen habe ich einen Friedensvertrag. Nicht Angriffs, also der Krieg ist vorbei, dann hast du halt nicht Angriffspakt. Achso. Wow, Polen-Litauen ist richtig am Arsch jetzt. Oh, Schweden hat auch schon, uff. Ja, ich glaube, das war es dann da oben an. Beziehungen verbessern. Nee, wir sind Rivalen, aber... Halt nicht Trier. Köln wollen wir noch gucken. Ach, leck mich doch. Schon wieder langsamer geworden. Kriegt das nicht immer mit. Aber manchmal. Also auch nachrichtentechnisch. Deswegen sage ich es dir. Multiplayer ist schon so ein bisschen anspruchsvoll. Okay, wobei, es würde vielleicht besser laufen, wenn ich nicht aufnehmen und streamen würde. Nee, ist zum Beispiel auch sehr schwer. Du willst unbedingt untergehen. Oder glaubst du? Ich nehme Hawaii oder so und dann überlebe ich sehr lange. Krieg führen, können wir uns ja auf den nächsten Krieg schon mal vorbereiten. Das
So, Diplomatie, wie sieht es denn mit einer Staatsehe aus? Ach, komm, schon wieder reduziert. Warum denn? Was ist denn das Problem? Weiß wieder so keiner genau.